Dieses Schwein. Oh, Kurt, hallo? Das ist so ein Pisser, der rennt immer rein. Der weiß genau, dass er nicht rein darf. Ich habe mich beworben und habe eine Nachricht bekommen. Jetzt habe ich diesen realen Teint. Oh my gosh, what is this? Is this, oh my gosh, isn't it? Yes, it is. It is a super 910D. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren Rumlaufvideo. Die sind ja hier bei mir mittlerweile so mittelmäßig bekannt. Das sind ja immer die Videos, bei denen ich euch danke. Und das mache ich jetzt auch. Vielen Dank für alles. Und bei denen ich immer Informationen raushaue. Wichtige Dinge. Ich habe im Stream schon etwas darüber gesprochen. Es geht um eine Twitch-Partnerschaft. Viele von euch haben mir gesagt, ey, schick da Alarm. Hey, dude, meld dich doch mal bei Twitch als Partner. Und da habe ich gesagt, Leute, man braucht doch 100 Live-Zuschauer und muss mindestens dreimal in der Woche streamen und hin und her. Es gibt da so gewisse Vorgaben. Warum sieht jetzt alles so lila aus? Und dann haben mir sogar welche geschrieben, naja, weißt du was, du brauchst sogar 500 Live-Zuschauer über eine gewisse Zeit. Andere sagen dann wieder papalapap, das sind die USA-Bedingungen, Deutschland ganz anders. So, und jetzt kommt's. Ein paar wenige haben mir geschrieben, dass die Voraussetzungen auch anhand des YouTube-Kanals bemessen werden können, den man möglicherweise hat. Ich habe mir dann selbst die Bedingungen angeschaut und es stimmt. Man kann auch gepartnert werden, wenn man einen gut laufenden YouTube-Kanal hat. Selbst wenn der Twitch-Kanal wenig bis gar nicht läuft. Und Twitch schreibt sogar unter diese Bedingungen, dass sie Ausnahmen machen. Hier ist die Akustik so geil. Und dass man sich doch einfach bewerben soll, wenn man glaubt, dass man die Twitch-Partnerschaft verdient hat. So, ich habe mich beworben und habe eine Nachricht bekommen. Diese Nachricht ist recht privat geschrieben. Und ich will jetzt hier direkt sagen, ich weiß, es gibt vorgefertigte Antworten, die auch so privat geschrieben sein können, wie sie eben sind. Und ich lege da auch keine riesigen Hoffnungen rein und will euch auch keine riesigen Hoffnungen machen, dass wir möglicherweise bald mit dem Dummbabber Twitch-Kanal gepartnert werden. Aber kommen wir mal zurück aufs Thema. Da drin stand, dass sie die nächsten 3 Wochen auf den Twitch-Kanal sowie auf den YouTube-Kanal ein Auge werfen und dann entscheiden, ob ich jetzt schon gepartnert werden kann, sollte, dürfte, will. Will streichen wir, weil ich würde ja schon das annehmen auf jeden Fall. Also von nicht wollen kann keine Rede sein. In dieser Nachricht stand auch, oh, wir haben festgestellt, dass du eine sehr aktive und sogar schon für deine Verhältnisse große Community hast, dass sie das alles im Auge behalten werden und in ihre Entscheidung mit einbeziehen. Es wäre natürlich total phänomenal, jetzt schon bei Twitch gepartnert zu werden zu wollen sein. Dadurch gibt es so viele geile Möglichkeiten, allein schon, dass ich dann kleine Emotes machen kann. Oh, kleine Emotes, you? Ich will dann auch so mein Gesicht irgendwo hinmachen, so. Und das heißt dann Ficker oder so. Viele von euch haben mir auch schon geschrieben, dass sie auch sofort subscriben würden, sobald der Kanal gepartnert ist, was mich natürlich extrem freut. Und was wiederum für Twitch ja auch schon mal eine Anregung sein sollte, möglicherweise uns halt mit in die Partnerschaft reinzunehmen. Weil ich meine, das ist ja Geld für Twitch. Oder auch Geld für Twitch. Ich habe bis gestern nicht gewusst, wie das überhaupt funktioniert. Ich habe im Stream mal gefragt, ihr habt mich aufgeklärt. Also scheinbar geht es 50-50. Es geht glaube ich um 5 Euro, beziehungsweise 4,99 Euro. Und Twitch bekommt da die Hälfte und ich die andere Hälfte. Das ist ja total krass. Ich dachte, naja gut, da kriegt man dann vielleicht 10% oder sowas, wobei ich den Preis nicht wusste. Aber das ist ja echt phänomenal. Und für Twitch auf jeden Fall eine Anregung, wenn sie merken, wie viele von euch schon subscriben wollten. Also das habe ich mit in meine Bewerbung geschrieben, dass es sehr viele Leute gibt, die reinkommen und fragen, warum kann man dich denn noch nicht subscriben? Ich möchte dich subscriben und hin und her. Möglicherweise haben sie deshalb auch das Augenmerk darauf geworfen. Und ja, vielleicht waren sie ja gestern zufällig da, weil 15 Leute von euch gesagt haben, sie würden sofort subscriben, wenn die Partnerschaft am Schlüssel wäre. Also ja, ich will mir und vor allem euch, also uns, keine riesigen Versprechungen machen. Weil wir, wenn man das ganz realistisch sieht, mit dem Twitch-Kanal noch so weit von den Anforderungen wegliegen, man sieht zwar, dass wir steigen und auch sehr gut anwachsen und immer mehr Aktive, immer mehr Follower und so, aber wir sind trotzdem noch recht weit weg. Aber hey, lasst uns optimistisch sein. Wenn die Twitch-Leute sagen, sie haben uns im Auge, dann sollen sie uns einfach mal ein bisschen im Auge behalten. Mein Appell an euch, ja, es ist ein Appell, hängt euch rein. Ich werde mich natürlich auch reinhängen, wie es nur geht. Und an euch einfach die Bitte, jetzt ist es kein Appell mehr, jetzt ist es zur Bitte mutiert, seid so aktiv wie immer. Hier ist eure geile Akustik im Bad, gell? Seid so aktiv wie immer. Haut rein, teilt die Videos, teilt den Stream, kommt zum Stream. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr findet der Livestream statt. Haut rein, wie es nur geht. Ich werde jetzt gucken, dass ich einen dritten Tag einführe, keinen festen dritten Streamtag, aber dass ich, sobald ich Zeit habe, einfach online gehe und ein bisschen stream. Ist natürlich für euch auch nochmal eine Möglichkeit, extra Wabbeldollar zu sammeln. Also, und an sich sollte ja ein Stream, ist glaube ich keine schlechte Idee, ein weiterer Streamtag. Habt ihr euch ja eigentlich schon lange gewünscht. Und jetzt, wo wir halt so krass wohl im Auge behalten werden, da muss ich echt gucken, dass ich natürlich auch noch mal eine Schippe drauflege und irgendwie noch einen dritten Tag hinbekomme. Fuck die. Wenn ich dann mal einfach so streame, dann schreibe ich das auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook. Auf Instagram sind echt die krassesten Leute unterwegs. Ihr seid so, wenn ich da was hochlade, habe ich vielleicht 1 oder 2 Likes, manchmal ein bisschen mehr, ein Kommentar oder 2. Und auf Instagram, Kinder, da lade ich ein Video oder ein Bild hoch und ihr haut 20 Likes drauf. Das ist fast so wie bei den YouTube-Videos. Wenn ich ein Video hochlade, hat das 30, 40, 50 Aufrufe und dann noch ultra viele Kommentare.
Kommentare. Das ist einfach krass. Da werde ich das raushauen, diese Informationen. Also vor allem auf Instagram, weil da sind ja wohl sehr, sehr viele, die aktiv reingucken. Ich werde auch diverse Dinge optimieren. Zum Beispiel werde ich auf jeden Fall es wieder einführen, dass ich in dem Video an den Streamtagen sage, dass ich streame. Weil es so viele gibt, die sagen, ich habe den Stream schon wieder verpasst, ich habe schon wieder vergessen, warum sagst du nichts? Lalala. Ich weiß, dass sehr, sehr viele von euch nicht auf Facebook und auf Twitter sind und das finde ich auch sehr, sehr gut. Privat würde ich mich da auch nicht rumtummeln. Ich bin einfach an sich auch nicht so der soziale Mensch. Aber so mit solchen Medien kann ich privat nichts anfangen. Ich habe das alles am Start für euch natürlich, dass wir in Kontakt stehen können. Ich muss mich kurz hinsetzen. Bitte entschuldigt das kurz. Jetzt ziehe ich mich aus. Oh. Meine Freundin sammelt Decken. Und Kissen. Sau viele Kissen. Ich wollte heute eigentlich noch viel mehr sagen. Also ich wollte unter anderem über die Giveaways reden. Also das Skinbaron Giveaway kam ja gestern online. Die Gewinnerauszählung wäre noch eine wichtige Sache gewesen. Ich pack's jetzt einfach noch hier rein. Ihr hört mir bestimmt sau gerne zu und so, hallo. Die Auslosung der Giveaways wird in Zukunft wie folgt stattfinden. Ich habe früher immer eigene Videos dafür gemacht. Aber selbst das... Das haben auch einige von euch geschrieben, erleichtert Skimgeiern das Teilnehmen. Ich münze die Giveaways eh immer auf die Community, aber es gibt natürlich trotzdem Leute, die halt kurzzeitig aktiv sind und dann vielleicht wieder gehen. Deswegen werden die Gewinner ab jetzt in ganz normalen Videos kundgegeben. Die Namen der Gewinner. Wer also praktisch nicht aktiv die Videos schaut, erfährt nicht, dass er gewinnt und kann somit seinen Gewinn nicht abholen. Gewinnt somit nichts. So wird das in Zukunft gehandhabt. Denn es geht wirklich vor allem um diesen extrem harten Kern der Leute, die halt auch so gut wie, die einfach alle meine Videos schauen. Darum, das ist ja das Wichtigste. Und gerade die Leute sollten belohnt werden. Natürlich werde ich jetzt aber nicht mit Absicht immer nur in Videos die Gewinner sagen, wo die wenigsten Aufrufe haben, also so in Horrorvideos oder so. Ich werde das schon schön strecken und man wird auch ein ungefähres Datum wissen, weil wenn ich sage, das geht eine Woche und danach lose ich aus, wisst ihr, aha, in 7 Tagen wird in den folgenden Videos wohl irgendwann ein Name oder mehrere Namen ausgesprochen werden und das sind dann halt, ja, also ich sag hier wieder natürlich und jetzt kommen hier noch die Gewinner. Ne, das ist dann nicht irgendwie so, dass ich im Spiel rumlaufe, jetzt gehen wir da lang oder Peter und dann machen wir das. Also ich sag schon an, übrigens, Peter hat das Skin Giveaway gewonnen, hier kommen die anderen Gewinner. Das wird dann schon klar ersichtlich oder raushörbar sein. Aber man muss halt schon ein bisschen aufmerksam sein, die Videos auch gucken, weil ich meine, darum geht's halt hauptsächlich auf YouTube jetzt. Also es geht ja um die Videos und nicht einfach um Lirum Larum Wurstsalat. Ich denke, das ist auf jeden Fall im Interesse einiger. Ich habe das schon mal angesprochen und viele haben dann gesagt, ja, mach das so. Das haben natürlich die Community-Mitglieder so gesehen und ich sehe das natürlich auch so. Und jetzt gerade die Skin Waffen sind ja für die Community extra gekauft worden. Deswegen gucke ich dann natürlich mit vollem Elan, dass das an die Richtigen geht, sage ich mal. Nicht an irgendwelche Ficker, die das zufällig sehen und dann, oh, da staub ich was ab. Nee. Ich sehe, was ihr von mir seht. Ich sehe, wie lange ihr es seht. Ich sehe, wie lange ihr mich schon schaut. Ich kann alles sehen. Deswegen haben solche Leute natürlich überhaupt gar keine Chance. Soweit, so gut. Ich glaube, ich bin jetzt hier fertig. Ich mache schon mal alle Lichter aus, immer wenn ich hier rumlaufe. Ich nehme das meistens auf, wenn es schon etwas später ist. Ihr seht vielleicht, wie dunkel ich gleich werde. Also wäre noch gegangen. Gott, bin ich hübsch! Aber hier im Gang ist es schon ein anderes Thema, oder? Ich hätte die ganze Zeit ohne Licht aufnehmen sollen, ich Vollidiot. Guck mal, wie gut ich aussehe, mein Teint. Jetzt habe ich diesen realen Teint. Da draußen hockt die Katze. Was geht denn hier für eine Scheiße? Wir hatten da an die Tür gekackt. Diese Katze nennen wir Mausi. Die ist so eine... Ey, wie sie davon läuft. Mausi, kommst du bitte wieder her? Jetzt kommt sie nicht her, das ist vielleicht der BDQ. Guck mal, was er gemacht hat, dieses Schwein. Oh, Kurt, hallo? Das ist so ein Pisser, der rennt immer rein. Der weiß genau, dass er nicht rein darf. Und wenn er sich züchtigen kann, man sieht es direkt, dass er so ein kleiner verschmitzter Sack ist. Guck mal, wie er schon guckt. Oh Gott! Das ist so ein richtiger Gauner, du. Der Bock. Hörst du, wie er schnurrt? Der weiß genau, dass er nicht rein darf und kommt trotzdem rein. Und dann guckt er so rum. Da hinten ist das Katzenfutter. Wisst ihr, was er letztens gemacht hat? Kurt, nein. Nein, Kurt. Er macht es sogar schon aktiv, live vor der Kamera. Wie er guckt. Scheiße, ich guck gerade zu, fuck. Ne, hier vorne ist die Öffnung, wo ich ihn füttere oder die beiden Katzen füttere. Und dann macht er hier auf. Du musst jetzt rausgehen, Kürtel. Du musst jetzt rausgehen. Karamals garantiert keine Schleichwerbung. 21, 22, 23. Bestes Getränk der Welt. Kurt, kommst du bitte mit? Komm. Und was macht die kleine Hasendame? Stinken, ne? Wieder stinken, tippig. Das ist ja wieder tippig. Naja, viel riechen muss sie. Die muss viel riechen in ihrem Leben, da. Die ist hauptberufliche Schnuppertante. Und ich bin hauptberuflicher Dummschwätzer. Das ist mal gut, Leute. Das Video wird wieder 1000 Jahre lang. Ich weiß, ihr wollt so gerne eine Roomtour haben. Ich habe mal eben sauber gemacht, ne Quatsch. Das sind übrigens Macken. Ich habe da früher drauf geschnitten. Das ist meine Tastatur. Einfach so eine ganz lubbelige. Ich habe noch nie so Gaming-Kram gehabt. Guck mal, hier ist schon alles weggeschwitzt. Und die Tasten sind auch nicht mehr so wirklich da. Das ist mal fucking Maris Daily. Die ist übrigens verlinkt. Ich glaube, das ist beides verlinkt in der Videobeschreibung. Das ist mein Mikrofon. Das hier ist ein Spiel, das nennt sich Counter-Strike. Da bin ich übrigens Global Major Rank 31. Das ist dieser Curved Bildschirm übrigens. Der ist kurviert. Okay, so sehen die Zettel aus, wenn ihr was zusammen wursten. Das hier ist meine Hand.
Und das ist ein Kabel. Das ist im Moment das Geschäftshandy. Da habe ich diese ganzen Sachen drauf, halt der Vierlefanz, diese ganzen lustigen Apps und bla. Und das ist mein privates Handy im Moment. Also mein HTC ist ja abgeschmiert. Und das ist halt gerade mein privates. Ich muss mal gucken, was ich mir da demnächst hole. Das ist voll schick, weich. Du kannst richtig so geschäftsmäßig rumdrücken. Das ist übrigens die lustige Webcam, die mein Gesicht immer so cool macht. Sie ist für die roten Lippen zuständig. Und das ist der Master Chief, der über mich wacht. Da hat sich gerade eingekeult, deswegen ist er so komisch. Und der hat zugeguckt. Und da stehen sie, die Bangert, die Verschissene. Oh my gosh, what is this? Is this, oh my gosh, isn't it? Yes, it is. It is a super 910D. And this is a clock. No, not a cock. It's a clock. Was ist denn das da oben? Und das ist der Bunny. Das war früher mein Symbol. Wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt, in der, also in der Chemieausbildung. Und da hat sie mir den Bunny auf den Kittel gemalt und so. Voll süß, weil ich da war mal eigentlich schon direkt verheiratet, wenn man so will. Leute, ich laber mich hier um Kopf und Kragen. Ich muss den Kram noch schneiden, hallo? Es ist jetzt mal gut. Es ist um Himmels Willen, gleich ist es 2:30. Fick die Wurst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo.